Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und ich habe den Piper gehört. Ja, meine liebe Piper, da bist du ja mit deiner Knarre ausgestattet. Perfekt. Guck dir das an, was für ein billiges Licht die haben. Und du strahlst durch deine Augen. Haha, ist das cool. Ja, Freunde, heute ist der Tag des Streams. Ich freue mich riesig. Ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut, endlich wieder ein bisschen zu bauen mit euch. Und heute werden wir erstmal uns um eine Quest kümmern, am besten. Und zwar, die da oben. Wäre schon nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Controllersteuerung anders ist. Aber es liegt daran, weil ich bestimmt Far Cry gespielt habe. Weil da alles ein bisschen empfindlicher ist. Was? Ich habe nur das Licht kaputt gemacht. Das waren keine Geister. Immer mit der Ruhe. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Okay, ein bisschen brutal der Typ. Ich sollte mich von ihm entfernen. Über uns, habe ich recht? Über uns, ja. Über uns. Hab ich mal was dagegen? Nein? Okay. Einfach immer so die Energie von denen geklaut, dass man das darf. Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt öffnen wir schon die Sicherheitstür, ey. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Licht. So, dann wollen wir mal. Da sind wir doch. Stell ich hier jetzt einfach rein, oder? Ja. Ja. Pridevin. Den Namen, den ich wahrscheinlich niemals aussprechen werde. Oder aussprechen werden können. Getan könnte. Ich habe in den letzten Tagen Deponia gespielt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das neue Deponia ist ein bisschen verwirrend und mir hat das Ende wieder nicht gefallen. Mir hat das Ende vom dritten Teil nicht gefallen und mir hat das Ende vom vierten Teil nicht gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ist denn das? Ach, da waren wir. Das komische Schloss. Das ist eine Landzunge. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Boss. Wir haben ja das letzte Mal dieses Fort. Ich weiß gar nicht. Wieso kann ich mich nie an dieses Fort erinnern? Wie das Fort hieß. Fort Atomrakete, was weiß ich. Und da haben wir die ganzen Supermutanten platt gemacht. Fort. Ach, wie hieß das denn? Ah. Schade, dass ich mich nicht erinnern kann. Immer wieder dieser eine Name. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Fort Strong, ah! Moment. Das Update. Für so etwas habe ich keine Zeit, Soldat. Ich glaube, da kam letztens ein Update, ne? Schade nur, dass es nicht das Institut war. Keine Sorge, Ritter. Sie werden früher, als Sie denken, damit zu tun bekommen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Coole Nummer. Mir im Kampf helfen? Wird der Vertibird mich auch im Kampf unterstützen? Ich fürchte, wir können keinen voll bewaffneten Vertibird für diese Aufgabe abstellen. Sie werden sich mit einem Standardtransporter begnügen müssen. Sie können während des Flugs aber natürlich die Seitengeschütze nutzen. Woher bekomme ich weitere Signalgranaten? Sie sollten sparsam mit Ihrem Vorrat umgehen. Diese Dinger sind weitaus komplexer als normale Rauchgranaten. Wenn Sie zusätzliche Granaten benötigen, wenden Sie sich an Proktor Tegan. Könnte Kuhkorken gebrochen. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladinen vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache.
Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Wo fangen wir an? Wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Keine. Könnten diese Energiewerte, die Paladin Dances Erkundungsteam aufgefangen hat, etwas mit Teleportation zu tun haben? Die Technologie des Instituts ist unserer weit überlegen. Wir wissen es also nicht genau. Es würde allerdings erklären, wieso die Werte immer nur kurz und recht zufällig auftauchen. Ich werde unsere Gelehrten anweisen, unsere Scan-Techniken zu verfeinern, um mehr herauszufinden. Gibt es sonst noch etwas, das Sie fragen wollen, Ritter? Nö, nö. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Ich möchte gerne was herausfinden. Maschine 3 macht Zicken. Hm? Passer Drehmoment an. Hier drüben. Hört sich nach einem Plan an. Ich will mit dir tauschen. Suchst du was Bestimmtes? Bin überladen. Nimm diese scheiß komische, was weiß ich, Pistole. Hat er mir nicht... Achso, er hat mir Rauchgranaten gegeben, ja. Ich glaube nicht, dass ich dahin komme. Hey. Schieß los. Klar, schau's dir an. Kannst du wirklich nichts mehr tragen? Ah, ich hab noch ein Jagdgewehr. Ich hab noch ein Jagdgewehr, Freunde. Bam. Okay, sehr schön. Zeit auch meine alte Rüstung wieder anzuziehen. Ich glaube, da kann ich auch mehr tragen. Armeeuniform. Greaserjacke. Alles nimmt immer alle Rüstungsplätze weg. Wieso? Oh, Kacke. Ja, jetzt kann ich wieder mehr tragen. Okay. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser. Da anscheinend das neue Update gekommen ist. In den letzten Tagen. Kann es gut sein, dass ich eventuell nicht speichern darf? Panzerung stabil. Ich muss das mal kurz kontrollieren. Weil wenn ich jetzt nach Hause gehe, bei uns in die Bude, und da ist alles weg, dann habe ich hier quasi auch 7 Minuten umsonst gespielt. Wenn noch lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Glück. Naja, der Sturm ist wenigstens so wie früher. Schön brutal. Und ich glaube, ich kann so nicht schnell reisen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ah, es geht gut. Puh. Das letzte Mal konnte ich ja nicht. So, schauen wir mal, ob die Gebäude unten stehen. Ansonsten denke ich mal, kann es einfach nur sein, dass viele wenige Mods zerstört worden sind und nicht alle. Ach gut, es sieht doch alles in Ordnung aus. Die Teile schweben immer noch in der Luft. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Alter. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und der Baum steht auch immer noch. Will hier nur mal kurz alles kontrollieren. Nicht, dass ich nachher abspeichere. Und dann fehlt uns da der halbe Scheiß. Hier ist auch noch alles da. Nee, der hätte mich informiert. Stimmt. Der hätte mich am Anfang informiert, wenn ich den Spielstand geladen habe. Hey, Moment, Dude. In diesem Speicherstand fehlen ein paar Sachen. Geh nicht da rein. Das hätte er mir gesagt. Das weiß ich noch. Ich erinnere mich. Als wäre es gestern gewesen. Vorrat an sauberem Wasser wäre alles ziemlich gut. Na gut. Warst du schon immer da? Du siehst so auffällig aus, Baum. So bist du so auffällig. Er ist genau außerhalb, Alter. Na gut, hier kommen wir später im Stream wieder her. Ja, mein Pip-Boy ist immer noch so. Es ist quasi nur ganz wenige Mods sind zerstört worden. Naja. Ähm.
Sprich mit Preston Garvey. Finde Virgil im leuchtenden Meer. Bau Mila auf. Sichere Außenposten Cimolia. Säubere Cimolia. Raus ins Feld. Naja, sind wir mit der Bruderschaft durch? Ja. Wo ist der Dude? Ah, er ist bei der Red Rocket Stätte, ne? Dass ich die Quest noch nicht abgegeben habe. Hä? Ich hab mich doch 5-mal getroffen. Bullshit. Naja. Und heute werden wir zudem noch auf jeden Fall die neuen Waffen, die wir haben, rausfiltern. Und diese zusammenbauen. Weil wir haben ja jetzt endlich Wissenschaft 4. Wir können all unsere Waffen so verbessern, wie wir es wollen. Hallo ihr beiden. Sein größer als Strong Wissen. Wo habt ihr den Dicken gelassen? Nicht den Dicken, den anderen. Coole Arme. Ich verlang nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Draußen wird's dunkel. Vielleicht sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen. Ach, Kate. Das nächste Mal nehme ich dich mit. Sag mal, Strong, was hast du mit dem anderen gemacht? Manchmal Strong nicht verstehen, Mensch. Also, bist du bereit, loszuziehen? Habe ich ihn überhaupt noch Sanctuary Hills geschickt? War da noch Platz? Suche nach dem Erkundungsteam? Ich dachte, ich habe es schon gefunden. Ich bin verwirrt. Ah, nein. Gut, nichtsdestotrotz, Paladin Dance fehlt irgendwie. Habe ich ihn nach Sanctuary Hills geschickt oder nach Red Rocket Raststätte? Das frage ich mich gerade nur. Das sieht so arm aus mit deiner Pistole, ganz ehrlich. Fette Rüstung und so eine kleine Wumme. Ach, Beedle, besorg dir mal eine ordentliche Waffe. Könnt ihr den Superhammer geben, wie wär's? Gut, ich weiß, dass wir beide nichts tragen können. Es dauert immer fast eine Woche, dann können wir beide nichts mehr tragen. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Dass wir mal eine Woche aushalten können, ohne wirklich nach Hause gehen zu müssen. Und dann im Stream alles ablegen können. Folge Notsignal. Hier, bist du nicht drin, ne? Scheiße, ich glaube, ich habe da so ein Gefühl, wo wir hin müssen. Wir hatten schon lange keine Ghule mehr zu Besuch, ne? Lass mal wieder was Neues. Hi! Oh Gott, du bist legendär! Ihr seid echt viele, nicht wahr? Oh. Also noch. Ich weiß nicht, ich will mich gerade diesem Fahrzeug nicht nähern. Ich habe es aus Versehen getroffen. Raketenwerfer verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. 300 Schaden. Ja, nee. Hm. Ach, hier sind wir. Ich erinnere mich, das ist Parkhaus. Aber ich bin schon wieder überladen. Arme, dreckige Ghule. Oh Gott, nein. Du bist echt wacker geschlagen, Blue. Oh. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Was hätte ich mich wieder selbst umgebracht? Jetzt töte das Viech endlich. Den haben wir es gezeigt. So. Der Raketenwerfer ist ein bisschen zu viel für mich. Haben wir irgendwas so verdammt Schweres, dass ich es wegwerfen kann? Gewicht, aber hat Schrauben. Ich möchte nichts mit Schrauben wegwerfen. Dich werfe ich auf jeden Fall nicht weg. Gehört in meine Sammlung. Irgendwann werden wir einen Raum voller dieser Affen haben. Oh, oder wir machen uns Affenbutler draus. Das geht natürlich auch. Was war das Gewicht? 6? Tschüss.
Wir waren hier noch nicht drin. Na gut, gehen wir mal kurz herein. Mal gucken, ob die Signalstärke da ansteigt oder nicht. Wenn nicht, dann mache ich sie aus, sonst nervt mich das. Die People-Dings. Es kommt mir so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Empfangsterminal. Ich glaube nicht, dass jemand von euch das Signal die ganze Zeit hören möchte. Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Sicherheitsalarm. Die Verwaltung hat eine Eindämmungsabsperrung für diese Anlage angeordnet. Das gesamte Sicherheitspersonal sorgt für den Schutz der Anlage, bis weitere Anweisungen der leitenden Mitarbeiter erfolgen. Die Anwendung tödlicher Gewalt ist erlaubt. Oh. Oh. Ist erlaubt, ja? Ist aber nicht so nett. Das heißt, wir treffen auf entweder Ghule oder Roboter. Oder vielleicht sind's. Das wäre so eine Mischung von beiden. Hirnlos und roboterhaft. Ah, schon wieder eins über den Durst getrunken, immer diese Wissenschaftler, ne? Nicht sehr viele Passanten durch. Ich hab's vergessen. Ich darf doch nichts mehr aufsammeln, Leute. Death Boy. Tschüss, Kochtopf. Was haben wir hier noch so schönes? Teddybär. Schrauben, ja, brauche ich noch. Knochen und Leder. Das zählt als Schrott? Das zählt als Schrott? Das kann ich doch nicht wegwerfen. Es sind nur Knochen und Leder. Aber trotzdem, ich behalte es. Ich kann es nicht. Es ist so, als würde ich mein Herz rausreißen. Habt ihr nicht umsonst getötet? Das Viech. Ja, komm. Legen wir einfach die Hammer ab. Passt das schon. Sollten wir jetzt nichts Awesome-mäßiges finden, dann was zum Teufel. Ach, ist das eine Dusche, glaube ich, oder? Sollten wir jetzt hier nichts Geiles finden, dann werden wir es nicht aufsammeln. Ganz einfach. Ist das... Ist das nicht normalerweise ein Weg in eine Vault oder so? Was stand da? Zugriff verweigert. Aber ich will da rein. Leute, ich will da rein. Was soll denn das? Ich habe so das Gefühl, dass das hier eine spätere Quest werden. Besser gelaufen als erwartet. Könnte? Kam der gerade von da oben runtergeflogen? Ich dachte, jemand bewirft mich mit einem Ball oder so. Das sah aus wie so ein ledriger Ball, der mir in die Fresse geflogen ist. Ah. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich habe mich ja nie mal erschreckt. Ich war einfach nur verwirrt, was das war. Okay. Hier sind Ghule drin, ich verstehe. Kommen wir hier auch irgendwie voran? Geschafft. Du kannst echt gut mit einer Haarnadel umgehen. Dankeschön, Dankeschön. So, schauen wir mal hier rein. Ja, hat sich definitiv gelohnt, aber immerhin ein bisschen Munition, noch mal ein bisschen Gewicht dazu getan. Ist das schön. Das ist schon wieder der Ausgang? Schön der Ausgang. Außer Betrieb? Hä? Warum? Ach, das ist ein Fahrstuhl und keine Dusche. Hä? Ich glaube, das ist der Weg zum Institut.
Es muss der Weg zum Institut sein. Sonst wäre das nicht so krass gesichert, oder? Oder? Komm, gib mir recht, Freunde, gib mir recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich würde gerne hier hoch. Können wir vielleicht irgendwas klauen, irgendwas dahinlegen, irgendwas dahinstellen, damit wir da hochklettern können? Das wäre vielleicht mal awesome. Eine Metallkiste kann ich nicht tragen. Ob sie daran gedacht haben, dass man sich da einfach ein paar Sachen schnappen könnte? Aus dem Weg! Das ist nicht dein Ernst, Mann! So, wo ging's lang? Hier lang, ne? Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie hochkommen können. Ach, da ist schon. Der liegt schon im Mülleimer. Liegt hier schon einer. Alter. Ich glaube, das wird so nichts. Ich glaube, das wird so nichts. Ich kann das Ding ja nicht mal drehen. Ganz ehrlich. Doch, kann ich. Aber ich kann es nur rechts und links drehen. Ich will es auch oben und unten drehen können. Wer tut denn sowas? Na, wenigstens das Klemmbrett habe ich geklaut. Ja gut, auch hier sind... Hier ist einfach eine Treppe nach oben, Alter. Hier ist einfach mal eine Treppe nach oben. Ach Gott. Noch jemand? Das sah auf jeden Fall ziemlich creepy aus, wie der Ghoul da zwischen den Räumen hier lang gelaufen ist. Wie cool. Die sind wohl weg. Ja. Bring wir es hinter uns. Die sind wohl weg. Hä? An solchen Orten wünsche ich mir, dass ich im Unterricht wach geblieben wäre. Ach, da bist du. Nein, Schnapsglas mitgenommen. Shit. Ich darf nichts mehr mitnehmen. Ist nicht gesund. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Okay, hier haben wir schon mal nichts. Wir müssen irgendwie das Ding da unten aufkriegen. Irgendwie. Nutzlos. Noch ein Aufzug, der nicht funktioniert. Na, die Tür sieht... Vielleicht sollte ich erstmal in die Tür hineinsehen, bevor ich da irgendwas mache. Bin ziemlich im Arsch, oder? Bin so ein bisschen im Arsch. Warum ziehen wir uns ein paar Steps rein? Ach du Scheiße, meine Redway muss ich auch noch senken, ne? Reduziert den Schaden beim Blocken und Sprinten. Jetzt bin ich wieder überladen, ne? Komm schon. Schnapsglas. Das kann weg. Knochen, wieso auch immer. Seife, Kupfer, Silbertafel, Skalpell. Ich nehme so viel Müll mit. Zu viel Müll, Freunde, viel zu viel Müll. Okay, da geht's sogar sicher nach unten. Das geht da sicher nach unten. Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Ich werde das Passwort brauchen. Ach, Mann! Es war schwer genug, hierher zu kommen. Ich brauche immer nur so ein dämliches Passwort, ey. Keine Ahnung, wo es da hinten, unten hingeht. Na, immerhin mal Redway kriege ich wieder. Ich ziehe mir einfach doch eins rein, weil ich so... Ich habe so gerne volles Leben. Ich habe einfach gerne volles Leben.
Also man kommt hier theoretisch wieder hoch. Außer ich spring noch weiter runter. Dann sind wir wo? Ach, hier bei der Dusche. Aber mit dem Notsignal hat es nichts zu tun, ne? Ich glaube nicht. Also ich kann hier gerne noch mal langlaufen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie fündig werden. Ja, das Signal wird auch schlechter. Hat also keinen Sinn. Vorstand. Ich meine, eventuell hier an einem Arbeitsplatz. Kaugummi, Äpfel. Noch ein weiterer Teddybär. Dann haben wir ungefähr jetzt schon eine gefühlte Million. Nutzlos, ne? Das bedeutet, dass wir da noch nicht waren. Natürlich waren wir hier. So, mit dem Aufzug, der außer Betrieb ist. Das ist der Anfang. Bitte, ich war hier noch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo dieses Vorstandspasswort sein soll. Ich kann mir nur erklären, dass das Ganze dann innerhalb einer Quest passiert. Man quasi das Passwort erhält von Mr. XY und für ihn das Ding hier mal unter die Lupe nehmen soll. Das könnte ich mir dabei vorstellen. Ansonsten wären wir hier nicht fündig. Aha. Na gut, wir gehen nochmal bis zum Ende hin. Bis zum Terminal und dann gehen wir hier raus. Dann hat es wirklich keinen Sinn. Vielleicht wisst ihr ja, wo das Passwort ist. Könnt es mir sagen. Ich sehe hier halt echt nichts. Ist nothing. Keine Passwort für mich. Nee. Schade, ich hätte gerne reingeguckt. Wieso ist dein Bein schon wieder kaputt? Wer hat das getan? Man sollte ihn verklagen. Kann ich jedes Mal deine Sachen reparieren, Mädel? Technisches Dokument. Ja, was anderes würde ich hier als Passwort nicht anerkennen. Hab das Passwort nicht. Bäh! Passwort-Ding ins Kichens. Braucht denn so ein Scheiß? Hm? Ich glaube, draußen ist dunkel. Wieso ist hier ein Strahlenwert? Warum ist hier ein Strahlenwert? Wo oder was kommt das? Nein! Viper! Komm mal her, ich hab ne Idee. Hey! Sag einfach Bescheid. Hast du Hunger? Die Dinge halten mich immer am Laufen. Gott, ich will das Zeug nicht. Viper? Hallo? Jetzt muss ich hier. Oh. Da war's doch gerade! Aufgepasst. Was gibt's denn zu tun? Was brauchst du? Alter! Ist das dein Ernst? Komm, bitte. Bitte! Ich will doch nur mit dir reden, Mann. Ich will doch nur mit dir reden. Aufgepasst. Was kann ich tun? Komm her! Los! Da komme ich nicht hin.
Jetzt aber. Hier. Ja. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Okay, jetzt funktioniert's. Viper. Hast du was für mich? Ja. Du musst weg. Ich glaube, wir sind fürs Erste fertig miteinander. Dann gehe ich wohl mal nach Hause. Aber wenn du dich wieder in Ärger stürzen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Genau, in Sanctuary Hills, weil dann kann ich ein bisschen mehr tragen. Tschüss. Alter, diese Frau hat... Oh. Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Na gut, hier war leider nichts. Schade, Schokolade. Das hätte uns bestimmt vorangebracht. Aber, naja, gut. Gehen wir raus. Kommen wir morgen hier wieder zurück. So, denke dran, egal wo wir heute jetzt die Folge beenden werden, zum Beispiel gleich hier draußen, wir werden morgen bei mir in der Basis sein und ich werde euch erzählen, was wir gebaut haben. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Sorry, dass heute echt nichts passiert ist, außer dass wir irgendwas gesucht haben. Aber ich möchte gerne die Mods wieder installieren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.